grüße euch, ihr hier in Neukölln, die ihr den Weg hergefunden habt. Ich grüße euch natürlich auch, die jetzt oder später, früher hat man es so nett gesagt, die ihr vor den Fernsehapparaten sitzt. Ich glaube, heute gibt es ja ganz wenig Leute, nur noch außer in meiner Generation, die Fernsehen normal gucken und nicht mehr streamen. Also herzlich willkommen alle, die den Stream jetzt oder später angucken. Wenn ich eingeladen werde, dann habe ich schon manchmal das Gefühl, ich schwitze vorher schon Blut und Wasser, weil die Themen immer doch das in sich haben. Heute weiß ich, dass es nicht direkt mir galt, weil es ja meinetwegen sozusagen... Also, ich musste den Termin verschieben und deswegen sollte dieses Thema sozusagen gar nicht mich treffen. Aber es ist trotzdem sehr herausfordernd. Wenn ihr sie bei habt, würde ich euch heute einladen, eure Bibeln rauszuholen. Auch gerne die digitalen Bibeln, wie auch immer ihr, die am Stream sitzt, auch. Ich werde heute einige Bibelstellen angucken. Ich werde durchgängig die Bibelübersetzung Neues Leben benutzen, damit es einheitlich ist. Gut ist es immer, wenn wir verschiedene Bibelübersetzungen vergleichen, dann ergreifen wir mehr die Tiefe, die in manchen Texten sind. Und ich würde gerne heute, weil dieser Text wirklich einer der Texte ist, die ich finde, dass sie elementar wichtig sind in der Bibel. Eigentlich sind alle Texte wichtig, aber das ist ein Text, der geht wirklich sehr tief. Deswegen würde ich gerne was Traditionelles wieder aufgreifen und würde euch bitten, so es euch möglich ist, zum Lesen, zum gemeinsamen Lesen des Bibeltextes aufzustehen. Ich danke euch. Ich weiß, ihr seid das nicht so gewohnt in eurer Gemeinde, aber ich finde das oft gut, dann zeigt man so einen gewissen Respekt. Da heißt es in Johannes 19, die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten die Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag, einem Sabbat, der wegen des Passafestes noch dazu ein besonderer Sabbat war, am Kreuz hängen lassen. Um den Tod schneller herbeizuführen, baten sie Pilatus, dass man ihnen die Beine brach. Dann konnten die Leichname vom Kreuz abgenommen werden. Da kamen die Soldaten und brachen den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, die Beine. Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine. Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite und Blut und Wasser flossen heraus. Dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen. Alles, was er sagt, ist zuverlässig und wahr. Er berichtet darüber, damit auch ihr zum Glauben findet. Diese Dinge sind geschehen, damit sich erfüllt, was in der Schrift vorausgesagt ist. Nicht einer seiner Knochen wird zerbrochen werden und... Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Ich würde gern kurz beten. Jesus, wir haben das gerade gesungen. Dein Blut macht uns rein. Der Preis ist bezahlt. Wir sind frei. Und auch wenn wir das vielleicht in unseren Köpfen haben, so ist es unheimlich schwer, dass das in unsere Herzen sackt. Und deswegen bitte ich dich, dass du heute in besonderem Maße redest. Ich bitte dich, dass so ein Text, der eigentlich sehr schwer ist, eine Leichtigkeit findet, dass er seinen Weg in unser Herz bahnt und dass wir verändert heute nach Hause gehen, dass wir wissen, wir sind befreit, wir sind deine Kinder, dein Blut hat alles bezahlt. Ich bitte dich, dass du heute redest und dass du heute veränderst. Amen. Bitte setzt euch. Es ist, denke ich, fast selbstverständlich, dass alle vier Evangelien über die Kreuzigung von Jesus berichten, weil die Kreuzigung das zentrale Thema des Evangeliums ist. Eigentlich noch viel mehr, nämlich die Kreuzigung ist ja nur ein Teil. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen so bei der Kreuzigung stehen bleiben, aber die Auferstehung ist eigentlich noch viel zentraler. Ohne die Auferstehung wäre die Kreuzigung, naja, nichts wert, möchte ich nicht sagen, aber weniger wert. Und beides kommt heute eigentlich drin vor, nämlich die Kreuzigung und die Auferstehung. Das, was Jesus am Kreuz getan hat und das, was daraus resultiert, nämlich, dass wir wirklich ein neues Leben haben können. Und die Kreuzigung ist in allen Evangelien, aber es gibt bestimmte Details, die eben nur hier im Johannesevangelium aufgeschrieben sind. Und es liegt nicht daran, dass sie nicht stattgefunden haben oder dass sich die Evangelien widersprechen, sondern es sind vier Menschen, die von Gott berufen sind, Evangelium, gute Nachricht zu schreiben. Und sie haben alle einen unterschiedlichen Fokus, wen sie ansprechen. Sie haben alle einen unterschiedlichen Adressaten. Wir haben heute das Glück, dass wir alle vier Evangelien in einem Buch oder in einer App zusammengefasst haben und diese auch nebeneinander stellen können. Und wir kriegen ein viel größeres Bild, weil wir nämlich uns viel detaillierter angucken können, was ist da eigentlich passiert. Matthäus
schildert Jesus als den König. Markus schildert ihn eher als den Knecht Gottes. Lukas beschreibt ihn als den Menschensohn und Johannes offenbart Jesus als den Sohn Gottes. Und gerade Johannes ist es wichtig, weil er diesen Schwerpunkt hat, viele Dinge aufzuzeigen, die im Alten Testament, was wir das Alte Testament nennen, im Ersten Testament, die vorhergesagt wurden, die aufzuzeigen, zu sagen, guck, und es ist erfüllt in Jesus. Wir sehen das hier, zwei alttestamentliche Prophetien, die sich erfüllt haben am Kreuz. Wir fangen mal vorne an bei diesem Text. Es heißt, dass es ein besonderer Sabbat war. Und jetzt habt ihr dummerweise, möchte ich fast sagen, einen Theologen hier nach vorne geholt, weil das ist gleich ein Text, der in der Theologie sehr umstritten ist. Was bedeutet das, dass das ein besonderer Sabbat ist? Und viele, eigentlich alle beziehen es natürlich auf das Passafest. Die Neue Leben-Übersetzung hat das ja auch so geschrieben. Alles, es ist ein besonderer Sabbat, weil Passa war. Und manche Leute sagen, Moment, da ist doch ein Widerspruch drin, denn der besondere Sabbat ist ja eigentlich der Sabbat vor dem Passafest, wo man sich darauf vorbereitet auf das Passafest. Aber das hieße, dass Jesus ja vor dem Sabbatfest gekreuzigt worden wäre, was ja nicht stimmt. Denn Jesus hält mit seinen Jüngern das Passamahl, nämlich das, was wir überliefert haben, als das Abendmahl. Und manche Theologen reiben sich dran und sagen, wie gehen wir jetzt damit um? Ich gehe damit um ganz einfach, indem es das der Sabbat ist, der während des Passafestes, weil das Passafest dauerte eine Woche und da kam natürlich bei einer Woche auch ein Samstag vor, ein Sabbat. Und warum musste hier etwas geschehen? Man hatte Jesus gekreuzigt am Freitag und es war, natürlich war die Kreuzigung ein furchtbarer Tod und eine Schande, aber es wäre noch schlimmer gewesen, wenn Jesus am Sabbat noch hängen gelassen worden wäre. Es gab die Bestimmung, dass man den Leichnam eines Gekreuzigten, eines Getöteten unbedingt vor dem Sabbat abhängen musste, eigentlich am gleichen Tag abhängen musste. Deswegen war es so wichtig, dass Jesus vor dem Sabbat abgehängt wird und nicht erst später. Und was hat man gemacht? Man hat den Menschen die Beine gebrochen, weil dieser Todeskampf, den die Leute am Kreuz kämpfen mussten, war ein Kampf, der oft über, nicht nur über Stunden, sondern über Tage ging. Und man wusste, es ist Freitag und mit dem Sonnenuntergang würde der Sabbat anbrechen. Und wenn Jesus jetzt während des Sabbats stirbt, hätte man keine Chance gehabt, ihn abzunehmen, weil man das am Sabbat nicht durfte. Umgekehrt, wenn man sich auf den Sabbat vorbereiten wollte, musste man ja bestimmte Riten machen, um rein zu sein für den Sabbat. Das heißt, um es dramatisch zu sagen, die Zeit drängte ein wenig. Und deswegen baten sie darum, dass man den Gekreuzigten die Beine brechen durfte, damit sie schneller starben. Warum sind die Beine verantwortlich? Das zeigt die Brutalität der Kreuzigung. Wenn man an einem Kreuz hängt, die Arme ausgestreckt und die Beine wahrscheinlich seitlich, nicht so wie wir es aus vielen katholischen Kirchen und so kennen, dass das der Nagel unten, jetzt falle ich gleich um, so durchgebrochen wurde, sondern das, was man an archäologischen Funden hatte, hatten die Beine wahrscheinlich so ein bisschen seitlich, aber spielt auch gar keine Rolle, wie der Nagel unten drin war. Fest steht, dass wenn man so hängt, man eigentlich kaum atmen kann. Es ist wirklich eine Qual und die Leute haben sich hochgedrückt, damit sie atmen konnten. Und ich möchte mir das gar nicht vorstellen, was das für Schmerzen gewesen sein muss. Und wenn man diesen Menschen die Beine gebrochen hat, dann konnten sie sich nicht mehr hochstützen und dann sind sie schneller verstorben, logischerweise. Aber so heißt es, Jesus war bereits tot. Und das finde ich eine der Dinge, der Details, die mich ganz tief bewegen und ganz tief berühren, weil es nämlich etwas ist, worüber wir selten nachdenken. Jesus ist nicht einfach gestorben. Der Tod konnte ihn nicht einfach nehmen, so wie ich auf Beerdigungen manchmal sage, genieße dein Leben, weil du weißt nie, wann der Tod kommt und dich holt. Wir wissen nie, wenn wir morgens aufwachen und uns selber die Schuhe zubinden, ob es nicht der Leichenträger ist, der uns die abends wieder auszieht. Wir wissen es nicht. Aber Jesus hatte es in seiner Hand. Wusstet ihr das? Da heißt es nämlich in Lukas 23, 46, deswegen die Bibeln heute, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände, und mit diesen Worten verstarb er. Jesus hatte die Macht,
darüber selber zu bestimmen, wann sein Geist ihn verlassen würde, wann er sterben würde. Und er wollte es eben nicht zulassen, dass man ihm die Beine brach, dass es diese Schande gab mit dem Sabbat. Er hat das selbst bestimmt. Das finde ich persönlich enorm. Markus 15, 44 berichtet dann davon, dass Pilatus erstaunt war, wie es in manchen Übersetzungen war. Das Wort, was da im Griechischen steht, ist, der war schockiert. Als man zu ihm kam, Josef von Arimathea, und fragte, dürfen wir den Leichnam jetzt abhängen? Ich habe ein Grab vorbereitet, dürfen wir ihn ins Grab legen? War Pilatus schockiert. Wie, er ist schon tot? Weil eben dieser Kampf oft viel länger war. Und es wäre eine ganze Predigtserie wert, sich genau einfach nur die Kreuzigung anzugucken und die 7 Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat. Eines dieser Worte ist, es ist vollbracht. Und er senkte seinen Kopf und er starb. Es ist vollbracht. Als Josef von Arimathea zu Pilatus geht, war es vollbracht. Jesus hatte sein Werk getan. Und das ist das Erste, was ich uns heute Morgen mitgeben möchte. Es ist vollbracht. Bevor wir auf die Symbole eingehen, von denen man gar nicht genau weiß, ob Johannes sich dessen überhaupt schon bewusst war oder nicht, oder ob das erst später kam, es ist vollbracht. Ich komme immer wieder durch Kirchen und Gemeinden und sehe Christen, die so, wie soll ich sagen, demütig, schuldbeladen durch ihr Leben laufen. Und dann wird oft so gesagt, wenn im Gebet, Herr, ich komme als Sünder zu dir, bitte, ihr Lieben, sagt sowas nicht, denn es ist vollbracht. Die Schuld ist bezahlt. Dein Schuldschein existiert nicht mehr, wenn du Jesus in dein Leben angenommen, eingeladen hast. Es gibt keinen Schuldschein, du bist kein Sünder. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, bist du ein Kind Gottes. Ja, wir sündigen noch, aber wir sind keine Sünder, weil mit dem Tod am Kreuz hat Jesus die Tür aufgetan und wir können ins Allerheiligste gehen. Es ist vollbracht. Wir sind Kinder, keine Sünder. Vergesst das bitte nie. Es ist eine Statusänderung und nicht bei Facebook. Beziehungsstatus kompliziert steht da bei mir manchmal noch. Aber es ist eine neue Beziehung. Eben nicht die des getrennten Menschen von Gott, wo die Sünde zwischen uns steht. Das ist ein Sünder. Sondern ich bin ein Kind Gottes, wo der Vater mit offenen Armen auf mich gewartet hat, wie im Gleichnis des verlorenen Sohnes, und mich in die Arme geschlossen hat und gesagt, du warst tot und siehe, du bist lebendig. Und ja, du baust noch Mist. Und ja, dein Herz muss noch verändert werden. Aber du bist mein Kind. Und die Prophetie haben wir schon gehört, dass man ihm nicht die Gebeine brach. Aus Psalm 34, 21, dort ist sie vorausgesagt, er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihm zerbrochen wird. Und Johannes 19,34 heißt es ja, wir haben es gehört, einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite. Und jetzt kommt das, worum es heute eigentlich geht. Und Blut und Wasser flossen heraus. Wenn man sich Bücher anguckt und durchliest, wo es um die Kreuzigung und die Auferstehung geht, nehmen viele Menschen diese Stelle als Beweis dafür, dass Jesus wirklich tot war. Dass Blut und Wasser aus seiner Seite flossen. Ich gebe offen zu, ich habe von Medizin keine Ahnung. Ich könnte nur nacherzählen, was andere mir vorerzählt haben und ich könnte das nicht nachprüfen. Aber es gibt Leute, die von Medizin Ahnung haben, die sagen, wenn man also in die Seite bohrt und richtig trifft, dann kommen Blut und Wasser raus, aber nur bei Toten. Ich nehme das einfach mal so hin. Ich möchte nichts Falsches sagen. Und der Theologen, das hatte ich eben schon angerissen, ist umstritten, ob Johannes, als er das aufgeschrieben hat, sich der Dimension bewusst war, was das bedeutet, dass Blut und Wasser rauskam, dass er Blut und Wasser gesehen hat. Es gibt eine Parallelstelle von eben diesem Johannes, der hat 2 Briefe geschrieben und im 1. Johannesbrief 5, Kapitel 5, Vers 6 heißt es, Jesus Christus wurde durch die Taufe im Wasser und durch sein Blut am Kreuz als Sohn Gottes offenbart. Nicht nur durch Wasser, sondern durch Wasser und Blut. Oder auch der Geist bestätigt uns das, denn der Geist Gottes ist die Wahrheit. Wir haben also diese 3 Zeugen, den Geist, das Wasser und das Blut. Alle 3 sagen dasselbe. Johannes, es wird immer gesagt, das ist der, den Jesus lieb hatte.
glaube ich, hat erst verstanden, was am Kreuz passiert ist, nachdem Jesus wieder auferstanden ist. Und wahrscheinlich, weil er hier von dem Geist sogar redet, erst als der Geist Gottes auf ihn gefallen ist. Deswegen nennt er diese drei als Zeugen Geist, Wasser und Blut. Aber fest steht, dass beides, Wasser und Blut, mit dem Tod von Jesus in Verbindung stehen. Es sind zwei Symbole. Manche sagen, es sind ein und dasselbe. Wasser und Blut ist eins. Ich glaube, dass es wichtig ist, beides auch ein Stück auseinander zu nehmen, weil es ist beides erwähnt. Und wenn irgendwas den Weg bis in die Bibel geschafft hat, dann glaube ich immer, dass es wichtig ist. Beide haben natürlich, hängen natürlich miteinander zusammen, denn bei beiden geht es um die Reinigung. Die Reinigung wird in der Schrift mit beiden in Verbindung gebracht, mit Blut und Wasser. So zum Beispiel 1. Johannes 1,7, das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt von jeder Schuld. Oder Epheser 5,26, das ist eben das andere. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehören, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Eigentlich heißt es dort, damit er sie heiligte, Reinigung durch die Waschung mit Wasser, durch das Wasserbad. Und heute wird es oft übersetzt mit dem Wort, okay, mit der Taufe. Interessant ist, bevor ich auf die Symbole eingehe, dass in dem Bericht Blut und Wasser steht, in seinem Brief Johannes das aber umgedreht hat, Wasser und Blut und Geist. Nur am Rande. Wasser und Blut kennen wir, die Kombination. Als Jesus in Gethsemane war, als er furchtbare Angst hatte vor dem, was kommen würde, schwitzt er Wasser und Blut. Und es ist ja ein geflügeltes Wort bis heute geworden. Ist es schon ein Hinweis auf das, was kommen wird? Ich möchte gerne, dass wir uns beides ein Stück angucken. Nämlich, was bedeutet das Blut in der Bibel und was bedeutet das Wasser? Das Blut, so heißt es in der Schrift, in dem Blut steckt das Leben. Und deswegen gehört das Blut Gott. So wird zum Beispiel gesagt, wenn Menschenblut unschuldig vergossen wird, dann schreit es zu Gott nach Vergeltung. 1. Mose 4,10, 1. Mose 9,5. Und deswegen sagt Gott, dass Blut grundsätzlich nicht als Nahrungsmittel in Betracht kommen sollte. Deswegen war es eins der Gebote im Alten Testament, dass Fleisch nur gegessen werden durfte, wenn es nicht mehr blutig war. Wir kennen das Blut der Passahlämmer, das vor tödlicher Bedrohung schützt, 2. Mose 12,6 bis 24. Wir kennen das Blut von Opfertieren, das vergossen wird, das den Bund zwischen Gott und seinem Volk besiegelt. Wir kennen das beim Auszug aus Ägypten. Schlachtet ein Lamm und schmiert Blut an eure Türrahmen, damit der Geist Gottes vorbeigeht und eure Babys nicht tötet. Bei bestimmten Opferarten wurde das Blut der Tiere aufgefangen und am Altar ausgegossen, 3. Mose 4 zum Beispiel. Einmal im Jahr sogar im Allerheiligsten des Tempels versprengt. Diese Rituale hatten reinigende Wirkung und konnten die unheilvollen Folgen menschlicher Verfehlung und Schuld aufhängen. Blut und Schuldvergebung. Von daher wird im Neuen Testament der Tod von Jesus als Opfertod für die Schuld der Menschen verstanden. Jesus vergießt sein Blut stellvertretend für uns. Er ist das wahre Lamm Gottes, das geopfert wird, einmalig. Und dadurch Reinigung bringt. Und wenn ihr da näher mal forschen wollt, ich lade ja jeden immer ein, und jeder, der sagt, so Bibel lesen ist langweilig, das wäre jetzt mal wirklich ein guter Aspekt. Nehmt euch mal eine Konkordanz oder guckt in der Bibel heutzutage, im Internet. Heutzutage ist ja alles, was man braucht, um Bibel zu studieren, findet man im Internet. Früher in meiner Generation, wir hatten noch dicke Bücher und dann mussten wir nachwälzen, Konkordanz, und dann haben wir unter Blut geguckt und hatten dann die ganzen Bibelstellen. Dann hatten wir drei verschiedene Bibelübersetzungen auf dem Tisch und dann ging das immer hin und her. Heutzutage ist das so einfach. Es gibt Bibelübersetzungen, die verstehen wir einfach richtig gut. Es muss nicht immer Luther von 1217 sein. Jetzt habt ihr nicht aufgepasst, weil da hat Luther noch gar nicht gelebt.
Ich dachte, wollte nur mal gucken, ob ihr noch wach seid bei all dem Theologischen. Also es muss nicht Luther ganz alt sein. Es kann Luther sein, es kann aber auch die Elberfelder sein, es kann die Schlachter sein, aber es gibt auch moderne Übersetzungen, die uns wirklich helfen, den Bibeltext zu verstehen. Und wenn euch das interessiert, dann nehmt doch mal irgendwie ein Bibeltool, sage ich jetzt mal, und guckt nach, gebt den Begriff Blut ein. Und ihr werdet, glaube ich, die nächsten 4 Wochen mindestens Zeit brauchen, um da wirklich ganz, ganz tief einzutauchen. Wir können heute leider nur ganz wenig anreißen. Hebräer 9 und 10 sind so zentrale Texte, wo es um das Blut geht. Da steht, dass das Blut, das Gewissen des Sünders von toten Werken, um den lebendigen Gott zu dienen, dass das Blut es reinigt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Es beseitigt die Übertretung der alttestamentlichen Heiligen, was ist heute los hier, deren Übertretung des Gesetzes angesammelt wurden. Es weiht einen neuen Bund, den Vertrag des Neuen Testaments mit Gnade ein. Deswegen, ihr hattet das letzte Woche, glaube ich, hattet ihr bei Wasser zu Wein das Abendmahl? Okay, dann habt ihr noch ein Thema, was auf eure lange Predigtliste rauf kann. Deswegen nehmen wir Brot und Wein zum Abendmahl, weil es den Bund besiegelt. Jede Woche, wenn wir Abendmahl nehmen oder jedes Gottesdienst, sagen wir, das ist mein Blut für den neuen Bund. Es beseitigt die Sünden der Gläubigen. Und so weiter und so weiter. Das Blut ist zur Reinigung da. Das Blut, ohne das Blut könnten wir nicht in den neuen Bund mit Gott eintreten, weil Jesus ein für alle Mal die Schuld bezahlt hat durch sein Blut. Wir müssen keine Schafe mehr schlachten, wir müssen auch keine Lämmer mehr schlachten. Wir brauchen nur Jesus anzunehmen. Die reinigende Kraft des Wassers ist noch ein bisschen anders. Wasser kennen wir auch ganz viel in der Bibel. Wasser ist das Erste, was bei der Schöpfung vorkommt. Die Erschaffung der Welt. Wasser ist Leben. Selbst die Menschen, die an die Evolution glauben, sagen, alles Leben kommt aus dem Wasser. Jetzt kann ich fragen, woher kommt das Leben? Und dann käme wahrscheinlich ein großes Schweigen. Wie dem auch sei, jeder soll glauben, woran er will, aber wir sind uns einig, aus dem Wasser kommt das Leben. Moses. Wer von euch weiß, was der Name Moses bedeutet? Der aus dem Wasser gezogene. Das Volk Israel wäre aus Ägypten nicht befreit worden, wenn man Moses nicht aus dem Wasser gezogen hätte. Und deswegen hat er das in seinem Namen gehabt. Wasser im Alten Testament ist ganz viel Noah. Wasser als Zeichen des Gerichts. Jona. Wasser als Medium zur Umkehr. Wäre Jona nicht ins Wasser geschmissen worden, hätte der Wal ihn nicht verschlungen. Es war sicherlich kein Wal, aber hätte das Tier ihn nicht verschlungen und er wäre nicht umgekehrt. Dann, ich mache meinen Sprung ein bisschen schneller, sonst predige ich noch bis Weihnachten. Und so viel Zeit habt ihr wahrscheinlich alle nicht. Taufe des Johannes. Da steht auch plötzlich ein wirklich etwas skurril anmutender Mann im Wasser, was es vorher so nicht gab, und ruft, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden, zur Umkehr, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nah. Und ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten, wenn wir so einem Mann begegnet wären, der mit Kamelhaar bekleidet war, ungepflegt, der Heuschrecken nur gegessen hätte und mir ins Gesicht sagt, kehr um und lass dich taufen. Und ich müsste sagen, ich muss erst mal meinen Rabbi fragen, weil das Wort taufen kenne ich gar nicht so. Die Leute haben sich taufen lassen und auch Jesus hat sich taufen lassen im Jordan. In der jüdischen Tradition gab es das Wasser, das fließende Wasser, womit man gereinigt wurde. In vielen Häusern gab es einen, ja, wie einen Brunnen, wo fließendes Wasser war, wo zum Beispiel Frauen nach ihrer Menstruation sich reinigen konnten, weil sie dann als unrein vorher galten, um wieder an rituellen Dingen teilzunehmen. Oder wenn ein Mann oder ein Mensch, überhaupt ein Mann oder Frau, mit Toten in Berührung kam, wenn sie etwas Unreines angefasst haben, dann gab es diese Bäder lebendigen Wassers, heißt das immer, Bäder, wo das Wasser floss und sie konnten dort hineingehen und sich reinigen. Und dann kennen wir Johannes 7, 37 wahrscheinlich alle, wo Jesus sagt, dass aus ihnen, gemeint sind wir, Ströme lebendigen Wassers fließen wird.
Wasser, was Leben spendet. Und dann noch auch, um das Reinigende nochmal darzustellen, das Abendmahl. Kurz vor dem Abendmahl kniet sich Jesus nieder, nimmt eine Schüssel und wäscht seinen Jüngern die Füße. Dann Petrus, der sich erst weigern will, sagt, nein, ich bin nicht würdig, wenn, dann müsste ich dir die Füße waschen. Und Jesus ihn sehr hart angeht und sagt, wenn du das nicht zulässt, kannst du nicht das Reich Gottes erleben. Also wir sehen auch hier, nicht nur das Symbol des Blutes ist wirklich tief und stark, sondern auch das Symbol des Wassers. Aber sie haben beide ein Stück, einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Das Blut Jesus ermöglicht uns den Zugang zu Gott, dass unsere Schuld vergeben wird, unsere Sünden vergeben wird. Die Macht der Sünde ist zerbrochen. Das ist etwas Einmaliges. Und wenn wir das in Anspruch nehmen, können wir Jesus immer ähnlicher werden. Dann kann auch die Macht der Sünde in uns mehr und mehr und mehr verschwinden. Das, was uns immer wieder zurückzieht, wo wir eigentlich bessere Menschen sein wollen und es dann doch nicht sind. Das Wasser, was wir auch aus dem Symbol der Taufe kennen, unsere eigene Taufe hoffentlich, symbolisiert den Neuanfang. Mit der Taufe stirbst du mit Jesus und kommst aus dem Wasser raus und beginnst ein neues Leben als Symbol. Eigentlich beginnt unser Leben ja mit der Bekehrung. Und viele Theologen, und ich stimme damit überein, sagen, das eine ist dieses Einmalige, was für dein Leben wichtig ist, wo du Zugang zu Gott haben kannst. Das Lamm Gottes, was geschlachtet wird. Und das andere, das Wasser, ist etwas, was wir immer und immer wieder erleben müssen, weil wir eben noch nicht 100% geheiligt sind, weil wir eben sündigen. Das eine ist das, was das Alte hinter uns lässt, und das andere ist das, was das neue Leben sozusagen vor uns lässt. Ich habe einmal gehört oder gelesen, das Blut bildete eine Quelle für das Wegwaschen von Sünde, zum Beispiel Sacharja 13,1, und das Wasser wurde zur Quelle des Lebens. Psalm 36,9 und andere. Zwei Quellen. In Sacharja, um die Stellen auch zu sagen, dort heißt es, an jenem Tag wird eine Quelle geöffnet sein für das Haus David und für die Bewohner von Jerusalem, für Sünde und für Unreinheit. Und in Psalm 36,9, die zweite Stelle, die ich gerade sagte, heißt es, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht werden wir das Licht sehen. Drei Dinge möchte ich euch gerne mitgeben heute Morgen. Weil es war natürlich sehr theologisch. Drei Dinge sind mir ganz wichtig. Das erste ist, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Du brauchst Jesus, Jesus und Jesus, mehr nicht. Und du bist ein Kind Gottes, wenn du Jesus angenommen hast. Das zweite ist das Wasser, das äußerliche Zeichen. Wenn du noch nie über Taufe nachgedacht hast, vielleicht ist das mal ein guter Ansatz. Zu sagen, ich möchte mich taufen lassen. Wenn du getauft bist, vielleicht ist das auch ein guter Ansatz, darüber nachzudenken, warum haben wir uns taufen lassen? Weil wir das besiegeln wollten. Und dann kommt der Alltag. Und dann falle ich wieder. Und dann sündige ich wieder. Oder mache ich das, was ich eigentlich nicht will. Und dann ist es gut, daran zu denken, was für ein Symbol das ist. Gott möchte uns immer wieder Neuanfänge schenken. Immer wieder, jeden Tag. Gott möchte das, was uns an Sünde jeden Tag belastet, dass wir das loswerden, dass wir damit nicht rumlaufen müssen, weil Sünde trennt uns immer vor Gott, auch wenn ich lange schon Christ bin, auch wenn ich getauft bin, auch wenn ich in die Gemeinde gehe, auch wenn ich brav meinen Zehnten gebe oder was auch immer du gibst. Sünde trennt dich. Lass los, lass sie hinter dir. Und ein drittes, ganz kurz, ich finde, ich bedanke mich für solche herausfordernden Themen, ich finde Bibelstudieren total spannend. Und ich lade euch ein, wenn ihr stille Zeit bisher noch nicht macht, regelmäßig stille Zeit zu machen. Und macht mehr als die Losungen aufzuschlagen und den Losungstext für heute zu lesen. Das ist gut. Aber richtig spannend wird, wenn man zum Beispiel sich wirklich mal vornimmt, ich nehme mir mal vor, was bedeutet es, dass ich ein Kind Gottes bin? Gebt mal so eine Suchmaschine ein. Was sagt die Bibel dazu, dass ich ein Kind Gottes bin? Was sagt die Bibel darüber, dass ich die Sünde hinter mir lassen kann? Was sagt die Bibel dazu, dass das Blut mich reingewaschen hat? Was sagt die Bibel zum Wasser, was mich immer wieder säubert? Das ist total spannend. Jesus hat alles getan.
Wir können so bleiben. Wir können den nächsten Schritt gehen. Ich möchte den nächsten Schritt gehen. Kommst du mit? Amen.